Ein Hallo von mir, herzlich willkommen von eurem Charles. Ich begrüße euch zurück in The Division 2. Ich habe mehrere Nachrichten bekommen, jetzt positiv und negativ. Positiv, wo mich die Leute fragen: Charles, wie sieht's aus? Wie levelst du am besten deinen SHD-Level? Warum ist dein Level so hoch? Die negativen Sachen, die ich bekommen habe, ist: ja, du Arsch, du bist ja nur am Cheaten und deine Leute cheaten und ihr glitscht ja nur und so weiter. Und ja, deswegen mache ich auch dieses Video. Also erstens, Cheaten haben wir mal nicht notwendig. Somit fängt es mal an. Wir sind eine Menge im Spiel. Ich habe über 900 Stunden Spielzeit und dementsprechend natürlich auch einfach SHD-Level. Also ich habe jetzt im Add-on in New York, glaube ich, an die 200 Stunden verbracht. Dass ich hier natürlich dann einen höheren SHD-Level habe, ist natürlich klar. Wie kann man seinen Fortschritt beeinflussen? Also natürlich, man braucht eine Menge XP. Also wo bekommen wir die her? Als allererstes natürlich, es hängt von der Schwierigkeit eurer Map ab. Desto schwieriger eure Map eingestellt ist, desto mehr XP bekommt ihr. Und ebenso, was man nicht unterschätzen darf, und zwar sind diese ganzen Direktiven. Ich selbst, meine Standardeinstellung ist auf der Map auf herausfordernd und hier alle Direktiven an. Und das zweite, was ich mache, ich laufe ganz einfach Missionen eben auf herausfordernd mit allen Direktiven. Hier ist dann der EP eigentlich ja ein Level. Also wenn man fast abschließt, ist fast ein Level. 700.000 braucht man und knapp über 600.000 sind's. Und wenn man diese ganzen XP für Headshots dazu rechnet, für taktische Kills und so weiter, kommt man dann mit einer Mission eigentlich einen Level weit. Was mache ich noch? Und zwar Schießübungen und hier auch ohne zu cheaten. Hier könnt ihr es auf herausfordernd und alle Direktiven anlassen. Oder wenn ihr wollt, stellt es auf heroisch, nur für diese Sachen, denn hier sind die EP über 300.000 auf heroisch, wenn ihr alle Direktiven anhabt. Ebenso kann ich euch vorschlagen, macht diese kleineren Events, also nicht jetzt unbedingt Kontrollpunkte, sondern die einfachen Events wie eine Geiselnahme oder diese Übertragung, Unterbrechung. Also hier gibt es dann auch eine Menge EP. Und was ihr einmal wöchentlich machen könnt, und das dürft ihr nicht unterschätzen, und zwar hier macht eure geheimen Missionen. Hier habe ich zwar herausfordernd mit allen Direktiven gestellt, aber drinnen ist es auf Story und die Direktiven sind an, jedoch bekommt ihr dann am Ende auch über 300.000 XP. Ist auch eine Menge, ist auch ein halber Level und man ist eigentlich hier in knapper Viertelstunde, 20 Minuten durch. Müsst ihr diese ganzen Sammelobjekte nicht mehr machen, sondern einfach bis zum Ende durchlaufen. Einfach die Gegner killen und es ist eigentlich auch einfach von den EP her. Also so level ich meinen ganzen SHD-Level. Wie gesagt, man muss halt einfach an seiner Schwierigkeitsstufe drehen, schaut, dass ihr ein gutes Set habt, ein gutes Gear habt. Wenn nicht, ein Damage-Set verlinke ich euch unten drinnen hinein in die Beschreibung. Und sonst mache ich eigentlich auch nicht viel, ich laufe meine ganzen Missionen. Wenn ich irgendwas farme, dann farme ich es eben herausfordernd mit allen Direktiven. Und dann bekommt man eben auch seine 100 oder eben 125%. Kommt darauf an, ob ihr jetzt alle Direktiven anhabt oder eine nicht und so weiter. Ihr seht es dann eher eingeblendet, wie viel EP ihr bekommt. Ich blende euch da noch ein bisschen Gameplay ein, würde mich um Kommentare, Like und natürlich auch ein Abo freuen und somit ein Tschüss von mir, bis zum nächsten Mal. Zusätzliche Feindkontakte.
Hier spricht Conley, die Anführerin der Cleaners. Keine andere Gruppierung in dieser Stadt hat so gut vorbereitet wie unsere. Wir haben ein Team, Infrastruktur und Arbeitskräfte. Wir sorgen für Sicherheit. Gemeinsam können wir die Stadt retten. Es ist noch nicht zu spät, vorzutreten und sich zu melden. Jede unangemeldete Kontaminierung wird vernichtet. Wir müssen daran erinnern, dass wir dies für das Allgemeinwohl tun. Die Stadt wird immer noch von der Seuche heimgesucht. Aber nur bis wir alles dekontaminiert haben und etwas Neues aufbauen können. Zugangsschlüssel entdeckt. Vorgang angehalten. Manuelle Kontrolle erforderlich. Vorgang fortgesetzt. Manuelle Kontrolle erforderlich. Gut, Sie meinen vielleicht, es lohne sich nicht, die Stadt zu retten. Aber es gibt Menschen, die anderer Meinung sind. Wir geben unser Bestes. Und wenn Sie uns helfen möchten, kann der Campus Sie sehr gut gebrauchen.